Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Angelika hat mich ja bereits vorgestellt. Ich muss das jetzt nicht wiederholen. Vielleicht nur soweit zu meiner Tätigkeit hier. Ich bin unter anderem für die Bereiche Standards zuständig auf verschiedenen Ebenen. Einerseits bei uns im Hause bei Transfer, mal eben als Backup für meine Kollegen und Kolleginnen, wenn Fragen dazu auftauchen oder Informationen weitergegeben werden soll an diejenigen, die jetzt nicht täglich mit dem Thema befasst sind. Und andererseits auf der Ebene von Fairtrade International, wo ich Mitglied im Standardskomitee bin seit einigen Jahren und dort die Interessen der nationalen Fairtrade-Organisationen vertrete als einer der stimmberechtigten Mitglieder für die nationalen Fairtrade-Organisationen und dort versuche mit den anderen Kollegen aus den Netzwerken und den Handelsorganisationen eine sozusagen Formulierung zu finden in den Standards, die allen Bedürfnissen gerecht wird und dazu führt, dass die Standards auch von der Bedeutung und der Umsetzbarkeit her handhabbar sind. Ja, wir würden jetzt dann in die Präsentation reingehen. Wir haben eine Agenda von hauptsächlich drei Punkten. Da geht es zum einen zunächst einmal um die Bedeutung und die Entwicklung von Fairtrade-Standards. Das ist ein eigenes Thema und auch vielleicht mehrfach aufgehängt. Dazu komme ich dann gleich. Zum anderen zum Thema unabhängige Zertifizierung als Garant für Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Auch das ist wichtig, vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, ob Fairtrade denn von Dritten die Zertifizierung in Anspruch nehmen wollen, auch als glaubwürdig eingeschätzt wird. Und dazu ist also gerade die Frage der Unabhängigkeit sehr wichtig. Und dann letztlich zu dem Thema, was bewirkt eine Zertifizierung? Das ist ein sehr breites Thema. Man kann das sozusagen auf verschiedenen zeitlichen Ebenen betrachten. Zum einen, was passiert eigentlich infolge einer Zertifizierung im Jahr 0, Jahr 1 oder auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren? Insofern haben wir uns hier ein bisschen eingeschränkt und wollen heute gucken auf die konkrete Wirkung durch Änderungen von Formulierungen und Anforderungen in Fairtrade-Standards, die dann wiederum in kleinbäuerlichen Kooperativen ja auch umgesetzt werden müssen und was das für diese bedeutet. Das ist also heute nicht das Thema langfristige Wirkung, sondern eher konkrete kurzfristige Wirkung der Fairtrade-Standards. Am Beispiel des Kleinbauernstandards oder auf Englisch des Small Producer Organizations Standards. Ja, hier sind auf dieser Folie, sehen Sie verschiedene Deckblätter der, wenn man so will, der jeweiligen veröffentlichten Standards. Wir haben im Fairtrade-System ja einen modularen Ansatz. Das bedeutet, und da fängt die Verwirrung auch schon an, es ist nicht richtig zu sprechen von dem Fairtrade-Standard Singular, sondern es gibt gleich mehrere, und zwar auch da wieder auf mehreren Ebenen. Wir haben zum einen Standards, die die Organisationsform betreffen. In unserem Falle entweder kleinbäuerliche Produzentenorganisationen oder Plantagen oder Vertragsanbauer. In unserem Jargon ist das dann der Hired Labor Standard für Plantagen, der SBO Standard für kleinbäuerliche Kooperativen und der CP Standard für Vertragsanbau, also Contract Production, der aber keine große Bedeutung hat, bisher jedenfalls nicht. Weiterhin gibt es dann jenseits der Organisationsebene Standards für jeweilige Produkte, also Kakao oder Bananen oder ölhaltige Früchte oder Nüsse oder Textilien. Also da gibt es eine ganze Reihe und insgesamt werden mit den Standards über 300 verschiedene Produkte abgedeckt, wobei oft mehrere ähnliche Produkte auch in einem Standard zusammengefasst sind, wie zum Beispiel Nüsse. Das ist allerdings jetzt ein Thema, über das wir jetzt heute nicht im Detail berichten werden. Dann gibt es noch eine Besonderheit des Fairtrade-Systems. Das ist der sogenannte Händlerstandard oder auf Englisch der Fairtrade Trader Standard. Der deckt die gesamte Handelskette oder Lieferkette ab, vom Produzenten bis zum Endhersteller eines Produktes, also zum Beispiel vom Anbauer von Kaffee über eventuell Lohntrockner bis hin zum Exporteur, Importeur, den Röster, wer wo auch immer der sitzen mag, ob jetzt in Deutschland oder vielleicht sogar im Lande der Produktion, auch das gibt es mittlerweile, und dann den Endverpackungs- oder den Endverarbeiter,
Verpackungshersteller, der zum Beispiel dann in Deutschland sitzt, Tchibo heißen könnte oder Azul oder Dallmayr oder wer auch immer oder auch Gefa und der dann ein Produkt auf den Markt bringt. All diese Schritte, also ein Produkt mit dem Fairtrade-Siegel und ein Fairtrade-Produkt auf den Markt bringt. All diese Schritte, diese Akteure entlang der Lieferkette unterliegen dem Händlerstandard, der vor allen Dingen regelt, wie etwas so zu handeln ist, dass es die Bedingungen fair im weitesten Sinne zu, also im Sinne des Fairtrade-Systems zu behandeln hat. Das betrifft zum Beispiel Zahlungsfristen für die Prämie, sicherzustellen, dass der Mindestpreis auf jeden Fall gezahlt wird, wer genau den bezahlt, der Erstaufkäufer, wie der den weiterzugeben hat an den nächsten Kunden, der von ihm kauft, Fragen der Vorfinanzierung, menschenrechtliche Erwägungen sind drin im Sinne der ILO-Kernarbeitsnorm. All das zusammen ergibt dann ein modulares System zwischen Organisationsstandard, Produktstandard und dem Händlerstandard. Und dann gibt es noch einige Standards, auf die gucken wir heute nicht im Speziellen, die stehen für sich alleine, die packen sozusagen all diese drei Komponenten in einen rein, wie zum Beispiel der Fairtrade-Textilstandard. Nächste Folie. Ja, ist betitelt mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Das sind zwei Schlüsselbegriffe, die für das gesamte Fairtrade-System absolut wesentlich sind. Also wir machen jährliche Untersuchungen, Marktstudien, in denen genau diese Dinge abgefragt werden. Das gibt regelmäßig Ergebnisse von über 80% hoch bis nahe an die 90, was jetzt Vertrauen und Glaubwürdigkeit in Fairtrade betrifft. Das kommt nicht von ungefähr, sondern das hat damit zu tun, dass die Dinge, über die wir Aussagen treffen, die Versprechungen, die wir auf Packungen machen, beispielsweise sogenannte Claims, dass die auch überprüfbar sind. Und dafür ist dann ein sogenanntes Zertifizierungssystem notwendig, das also besteht aus einem nach bestimmten Qualitätsvorgaben erstellten Standard und einem Zertifizierer, der diesen Standard unabhängig überprüft. Ja, also wir sind, wie viele andere große Standardsetzungsorganisationen, Mitglied der ICEAL Alliance. ICEAL heißt muss tatsächlich passen. Also es ist, ich übersetze es mal auf Deutsch, das ist die sozusagen der Dachverband von Standardsetzern im Sozial- und Umweltbereich. Das ist ein freiwilliger Zusammenschluss von NGOs, die wiederum Standards herausgeben, wie zum Beispiel Fairtrade. Und ICEAL setzt Rahmenbedingungen, wie Standards zu erstellen sind und hat dafür ein Handbuch, das nennt sich Code of Good Practice for Standard Setting, also Handbuch für die gute Praxis in der Standardsetzung. Dort ist zum Beispiel festgelegt, wer hat bei der Standardsetzung, sollte Partizipationsrechte haben, wie sind die sozusagen die Kontrollfunktion. Gibt es jemand Drittes, der nachschaut, ob die sozusagen die Qualitätsstandards, die ICEAL setzt, ob die auch eingehalten werden? Okay, ich glaube, jetzt bin ich drin. Vielen Dank. Danke, tschüss. Gut, also. Gut. Ja, diese entsprechenden Richtlinien werden natürlich auch von Fairtrade eingehalten und bedeuten, dass Fairtrade-Standards jetzt nicht in ihrer Formulierung, in ihrer Struktur, in ihrer Aussagentiefe, dass die willkürlich sind, sondern die müssen dann schon bestimmte Vorgaben erfüllen, unter anderem, wie bereits gesagt, Partizipation, aber auch die Formulierung, wo also auch darauf Wert gelegt wird, dass die so gewählt wird, dass die auch die Leute verstehen können, die von diesen Standards konkret betroffen sind. Ne? Deswegen findet man zum Beispiel also zur Illustration, in den Fairtrade-Standards ganz oft die Formulierung you have to do und so weiter. Also Sie müssen Folgendes tun, ne, um eine ganz klare Ansprache an die Verantwortlichkeit der jeweiligen Person oder Organisation zu treffen und nicht in abstrakten Formulierungen one has to, also irgendjemand hat, man müsste, man könnte, solche Formulierungen sollte man in den Standards nicht finden. Das sind aber jetzt sozusagen Detailfragen. Grundsätzlich muss man sagen, dass ICEAL diesbezüglich mittlerweile eine sehr hohe Bedeutung hat und dieses Code of Good Practice nicht nur für die Standardsetzung bereits existiert, sondern auch Code of Good Practice of Impact Monitoring, also von Wirkungsmessungen beispielsweise auch existiert. Auch da macht ICEAL Vorgaben und auch die erfüllt natürlich Fairtrade und jedes andere
die andere Mitgliedsorganisation bei ICE. Wenn man so will, ist ICE sowas wie ein Standard-TÜV, was die sozusagen die grundsätzlichen qualitativen Vorgaben. Ja, kommen wir jetzt zu den Inhalten des Standards. Und wir konzentrieren uns jetzt hier auf den STO-Standard, den Standard für kleinbäuerliche Produzentenorganisationen. Grund dafür ist, dass wir uns aus Zeitgründen nicht mit gleichzeitig allen anderen bedeutenden Standards von Fairtrade auseinandersetzen können im Rahmen dieses Webinars. Zum anderen aber auch, weil die Struktur und die Kriterien oft sehr ähnlich sind. Natürlich gibt es Unterschiede, beispielsweise zwischen Hayer-Taylor und Plantagen- und kooperativen Standards. Bei Plantagen treffen bestimmte Kriterien zu, die man bei Kleinbau nicht umgekehrt. Das ist der Grund im Wesentlichen, warum es zwei verschiedene Standards für zwei verschiedene Arten Organisationen gibt. Und wir befassen uns hier und heute mit dem Standard für kleinbäuerliche Produzenten. Was sind nun die grundlegenden Kriterien der Fairtrade-Standards, oder in diesem Falle des Fairtrade-Standards für kleinbäuerliche Produzentenorganisationen? Zum einen natürlich die Kriterien, die sich auf die Mindestpreise beziehen, die stehen da drin. Also es wird ausgesagt, auf jeden Fall ist der Mindestpreis zu zahlen für zum Beispiel Kaffee oder Bananen, welches Produkt auch immer für die jeweils zertifizierte kleinbäuerliche Produzentenorganisation hier zutrifft, welches von ihnen angebaut wird. Die konkreten Mindestpreise selbst stehen dann allerdings in den Produktstandards. Aber wie die zustande kommen oder welche Bedeutung die dann haben innerhalb des Standards, das steht dann schon auch in den Organisationsstandards drin. Zweitens, die Fairtrade-Prämie. Auch die steht da drin und dazu gibt es ebenso in den Produktstandards die konkrete Höhe. Aber wie mit der Fairtrade-Prämie umzugehen ist, das steht mittlerweile sehr detailliert in den Kriterien des Standards für kleinbäuerliche Produzentenorganisationen drin. Das ist sehr, sehr weitgehend. Da geht es mittlerweile Kriterien für die Buchprüfung hinsichtlich der Ausgaben der Gelder, den Fairtrade-Entwicklungsplan als eigenes Kriterium, der vorschreibt, es ist ein Plan zu erstellen, in dem die Entwicklungsprojekte, die mit der Prämie durchzuführen sind, festgelegt werden und zweckgebunden sind. Es ist eine Abstimmung durchzuführen innerhalb der Mitglieder der Organisation, für welche Projekte die Prämie eingesetzt werden soll und so weiter. Also es gibt insgesamt, glaube ich, über 10 Kriterien von insgesamt über 140, die sich nur auf die Art und Weise, wie mit der Fairtrade-Prämie umzugehen ist, beziehen. Die Idee dahinter ist, dass damit auch sichergestellt werden soll, dass die Prämie A sinnvoll und B ordnungsgemäß eingesetzt wird, ordnungsgemäß auch im Sinne von, ich sag mal, buchhalterisch und juristisch korrekt. Es hat auch im Fairtrade-System schon Fälle von Korruption gegeben und auch da gibt es dann Kriterien dazu, die versuchen, das grundsätzlich auszuschließen. Ja, weiterhin, nächster Punkt. Es gibt insbesondere im Standard für Plantagen gibt es Kriterien zur Entwicklung zu existenzsichernden Löhnen, ja, für Arbeiter und Arbeiterinnen, wie die zu erreichen sind. Es gibt auch jenseits des Standards separate Dokumente, die für bestimmte Produkte mittlerweile und Regionen mittlerweile festlegen, wo die denn genau liegen. Wenn dazu noch Fragen sind, auch insbesondere in Bezug zum Unterschied zu Mindestlöhnen, kann man das hinterher in den Fragen gerne erläutern. Und im Standard zu kleinbäuerlichen Produzentenorganisationen die ähnliche Frageentwicklung hin zu existenzsichernden Einkommen. Denn Landwirte, Mitglieder in kleinbäuerlichen Kooperativen werden ja nicht bezahlt durch Löhne, sondern leben allein vom Verkauf ihrer Produkte. Weiterhin gibt es Kriterien, die langfristige Handelsbedingungen abdecken. Was ist darunter zu verstehen? Ab wann sprechen wir davon? Eine Reihe von Kriterien, die sich auf Kinderarbeit beziehen, sowohl Prävention, also Verbot, als auch Remediation im Englischen, also auf Deutsch eigentlich Wiedergutmachung. Das heißt, sollte ein Fall von Kinderarbeit auftreten, wie der in Zukunft auszuschließen sei. Das gleiche gilt für Zwangsarbeit und Diskriminierung, die in jeglicher Form und auch auf Grundlage von ILO-Konventionen. ILO ist die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, also International Labour Organization.
die eine Reihe von Kriterien dazu herausgegeben hat, Entschließungen und Konventionen, die alle in diesen Standard eingearbeitet sind oder anders ausgedrückt. Dieser Standard hier für kleine und mittlere Produzentenorganisationen hat insgesamt 38 UN- und ILO-Konventionen, Empfehlungen in den Standard eingearbeitet oder sind die Grundlage des Standards. Insofern ist auch die Aussage vollkommen legitim zu sagen, Fairtrade ist ein menschenrechtsbasierter Standard. Dann gibt es umfassende Umweltkriterien in den Standards. Der Ursprung, warum und wie weit die sich heute entwickelt haben, auf etwa ein Viertel der Kriterien im Standard, liegt in der Frage des Pestizidmissbrauches. In den Anfangsjahren von Fairtrade war das eigentlich der Hauptpunkt, wo überhaupt Aussagen zur Umwelt gemacht werden, wobei man auch da eigentlich sagen muss, eher zum Gesundheitsschutz derjenigen, die diese Mittel einsetzen mussten. In der Vergangenheit gab es besonders in bestimmten Sektoren wie Blumen Exzesse, richtige Exzesse hinsichtlich der Anwendung von Pestiziden mit zahlreichen Krankheitsunglücksfällen und auch Toten. Das ist heute sicherlich nicht mehr der Fall, hat für Fairtrade sozusagen die Eingangstür oder die Notwendigkeit ergeben, sich dazu äußern zu müssen in Form von Kriterien als Standardinhalte. Heute ist man dann deutlich weiter, hat das stark aufgeweitet und geht rein in Bereiche des Anbaus, in Bereiche von Wassermanagement, Abfallmanagement, Biodiversität, Klimawandel, Schrägstrich, Emissionsbeschränkungen bzw. Kontrolle oder Reduzierung. Was haben wir noch? Ich glaube, das waren die wesentlichen. Ah ja, und dann gibt es noch ein Verbot von Gentechnik, derzeit jedenfalls, und eine gezielte Förderung des Bioanbaus, letzteres in Folge oder mittels von höheren Mindestpreisen für Fairtrade-Produkte, die unter biologischen Anbau hergestellt werden. Ich gehe zur nächsten Folie. Ja, was hier auf dem Slide dargestellt ist, das hatten wir teilweise schon erwähnt. Deswegen brauche ich mich da jetzt nicht mehr so lange aufzuhalten. Ein paar Zahlen vielleicht noch dazu. Im Moment haben wir als wichtigsten Standard den Standard für kleinbäuerliche Kooperativen. Das betrifft aktuell 87% aller Fairtrade-zertifizierten Organisationen. Davon haben wir derzeit etwa 1600, wobei der Anteil der Kooperativen wächst und der Anteil der Plantagen sinkt. Das ist auch ein Trend, der seit einigen Jahren anhält. Plantagen sind derzeit nur noch 13%. Wer jetzt sagt, okay, das sind ja zusammen schon 100, der hat recht. Also die Nachkommastellen haben wir da nicht reingebaut. Das verweist dann auch darauf, dass der Vertragsanbau, also auf Anbau im Auftrag eines Dritten, zum Beispiel eines Kunden, in dem Fall dann auch mit Abnahmegarantie, weniger als 1% aller Organisationen betrifft. Dabei geht es vor allen Dingen um manche Baumwollorganisationen oder auch Kakao in Ozeanien und Reis in Thailand. Das sind sehr geringe Umfänge, sowohl vom Volumen als auch von der Anzahl der Organisationen, die das betrifft. Ja, den Händlerstandard hatten wir bereits erwähnt, der ist heute nicht detaillierter Gegenstand dieses Webinars, und dann die etwa 40 produktspezifischen Fairtrade-Standards, die dann sich entweder auf einzelne Produkte beziehen, wie Kaffee, Kakao oder Zucker, aber auch auf Gruppen von Produkten, wie zum Beispiel frische Früchte, das sind eine ganze Menge, von A wie Avocado bis M wie Mango, und Z wie Zichorie, was wir auch immer haben, das ist eine Menge. Das gleiche gilt für Kräuter und Gewürze. Das ist eine sehr, sehr lange Liste mit über 200 Produkten, die da draufstehen. Die alle haben aber bei weitem auch zusammen bei weitem nicht die Bedeutung wie die für einzelne, wir sagen Commodities, also am Weltmarkt gehandelte Produkte mit großem Volumen, wie zum Beispiel Kaffee oder Kakao. Ja, und in all diesen produktspezifischen Standards ist der jeweilige Preis und die Prämien für dieses Produkt, diese Produktgruppen jeweils dargestellt. Also beispielsweise enthält der Standard für frische Früchte sowohl die Preise für Bananen, die auch noch regionalspezifisch gegliedert sind, für einzelne Länder oder Regionen, die Preise für Mangos, die Preise für Orangen, für Zitronen, für Limonen und so weiter und so weiter. Also das ist dann doch schon recht umfangreich geregelt und auch sehr tief geregelt. Wir hatten vor kurzem erst im Standardskomitee, das über diese Dinge befindet, eine lange Diskussion, wie denn jetzt
spezifische Reisvarianten unterschiedlich mit Mindestpreis und Prämien zu belegen sind, was ziemlich schwierig ist, war und ist, weil wir eigentlich in dem Falle nicht genug verifizierbare Daten haben, was denn die unterschiedlichen Preise und Prämien, die zum Beispiel von Produzenten verlangt wurden, wie die denn überhaupt zu verifizieren sind. Da arbeiten wir immer noch dran und das als Beispiel zur Illustration, vor welchen Schwierigkeiten man manchmal steht. Bei Kaffee und Kakao ist die Preisfindung nicht so schwierig, da hat man eine Referenz durch den Weltmarktpreis, wohingegen das bei lokalen Varietäten, zum Beispiel vom Reis in Thailand, da kann man diese Preise in bestimmten Regionen in Thailand erheben und jeder behauptet dann, diese Sorte hätte diesen oder jeden Preis, das ist dann leider keine einheitliche Antwort. Insofern ist es auch manchmal eine Herausforderung, da zum Ergebnis zu kommen. An all diesen Standards hängt am Ende die Pestizidverbotsliste. Wer in die Unterlagen guckt, diese Standards, ob jetzt kleinbäuerliche Standards, Plantagen oder Vertragsanbau, die sind ja sowohl auf Englisch wie als auch auf Deutsch, sowohl auf unserer Webseite und auf Englisch von der von Fairtrade International zugänglich. Der findet dann am Ende eines gefühlt geschätzt 80 Seiten Dokuments, mehrere Anlagen und eins davon ist die Pestizidverbotsliste. Auf Englisch Hazardous Materials Lists, also eigentlich Verbotsliste gefährlicher Stoffe oder Gefahrgut, Gefahrstoffregulierung, so würde sie auf Englisch korrekt heißen. Die enthält derzeit über 400 Pestizide in drei verschiedenen Kategorien, einmal Komplettverbote, einmal eine Liste mit Kandidaten für Komplettverboten, die einem Monitoring unterliegen und zum anderen Pestizide, die nicht darunter fallen, also die angewendet werden können. Insofern ist die bezeichnete Übersetzung Pestizidverbotsliste auf Deutsch so auch nicht ganz korrekt. Jedenfalls kann man die Aussage treffen, Fairtrade hat derzeit die umfangreichste Pestizidverbotsliste, also in dem Falle die rote Liste, so nennen wir sie, Red List, von allen am massenmarktrelevanten Nachhaltigkeitsstandards. Das liegt daran, dass wir erst vor kurzem eine Überarbeitung gemacht haben und auch schon die nächste, die ansteht und dabei jedes Mal eine Menge neuer Pestizide draufkommen, die, und das sei betont, die nicht verboten sind, sondern die sind nur bei Fairtrade verboten. In dem Falle, es handelt sich um Pestizide, die weder national noch auf EU-Ebene verboten sind und eingesetzt werden dürfen, wo aber Fairtrade sagt, wir sind der Auffassung, das ist nicht gerechtfertigt und zu gefährlich und deswegen sind die in unserem System nicht erlaubt. Es geht hier also nicht um Verbote, die ohnehin schon bestehen, sondern darüber hinausgehende. Gut, die beiden weiteren Begriffe, die hier stehen, Klimastandard und Textilstandard, beziehen sich auf, wie gesagt, sogenannte Standalone-Standards. Die stehen für sich alleine, weil sie die modulare Struktur, die wir in den anderen Standards haben, also Organisations-, Produkt- und Händlerstandard, alle in einem vereinen. Das hat damit zu tun, dass diese Produkte, und das sieht man ja auch schon an den Begriffen Klima und Textil, dass die nicht vergleichbar sind mit den anderen Produkten, da geht es immer um landwirtschaftliche Produkte. Das ist sowohl beim Klimastandard wie beim Textilstandard nicht der Fall. Hier haben wir völlig andere Strukturen, teilweise industrielle Strukturen und also was den Textilstandard betrifft und müssen demzufolge auch einen anderen Ansatz wählen und haben dafür sozusagen einen Komplettstandard gewählt, der all diese Aspekte integriert, Handelskette plus Produktionsstandort plus Produktpreise. Gut, nun zur Frage, wie werden Fairtrade-Standards eigentlich entwickelt? Wie gesagt, sie stehen auf unserer Website und wer die sich anguckt, der findet da ein sehr umfangreiches Dokument oder Dokumente. Die fallen ja nicht vom Himmel, sondern dahinter steckt eine Menge Arbeit, wie diese Standards entwickelt werden. Und auch das hat sich im Fairtrade-System über die Jahre, man kann sicherlich sagen, professionalisiert. Da ich noch nicht ewig bei Fairtrade bin, kann ich jetzt nicht darüber berichten, wie eine Standardsetzung in den Anfängen erfolgt ist, aber heute ist das ein vollkommen durchdeklarierter oder durchdeklinierter Prozess,
der sowohl die Vorgaben von iCivil berücksichtigt, aber auch entlang von internen Vorschriften, die alle in Handbüchern dargelegt sind, umsetzt. Und das regelt insbesondere auch die Art und Weise der Partizipation im sogenannten Multi-Stakeholder-Verfahren. Also viele Beteiligte sind eingebunden darin. Das bedingt schon die Struktur des Systems selbst. Also wir haben natürlich auf der einen Seite die Produzenten und Produzentinnen beziehungsweise ihre Vertreter und Vertreterinnen in den Netzwerken in Afrika, Lateinamerika und Asien. Dann haben wir natürlich als Stakeholder, als Beteiligte auch die Handelspartner. Auch die müssen ja wissen, was sie erwartet, was sie zu erfüllen haben, insbesondere was den Händlerstandard betrifft. Wir haben dann nationale Fairtrade-Organisationen wie Transfair oder Max Havelaar Fonds oder die Fairtrade Foundation oder Fairtrade India und wer auch immer da noch existiert. Auch die haben Interesse an den Standards, wobei das dann jeweils natürlich auch variiert, genauso wie bei den Produzenten, ob sie davon konkret betroffen sind. Also ein Kakaostandard beispielsweise, wenn der in die Bearbeitung geht, der wird natürlich insbesondere in Afrika und Lateinamerika Interesse finden, in Afrika aber nur in Westafrika und in Lateinamerika auch nur in einigen Ländern und in Asien so gut wie gar nirgendwo, außer vielleicht noch Indonesien und Papua-Neuguinea. Also man kann also nicht sagen, dass bei jedem Standard jeweils alle beteiligt sind, sondern das betrifft natürlich vor allen Dingen jeweils die, die bestimmte Produkte herstellen oder mit ihnen handeln oder diese vermarkten. Und das ist nicht immer überall gleichermaßen der Fall. Ja, Bananenstandard, dafür interessiert sich eigentlich niemand in Südafrika, weil dort keine Bananen angebaut werden, die in den Export gehen. Wohingegen Cashewnüsse, das ist was Interessantes für Vietnam oder Ghana oder vielleicht auch Brasilien, aber in Chile ist es kein Thema. Ne? Also von daher hängt es natürlich davon ab, um was es sich jeweils handelt. Ja, und letztlich können noch hinzugezogen werden externe Spezialistinnen, der Begriff ist vielleicht ein bisschen unglücklich, also das können natürlich Spezialisten sein, also von mir aus ein Cashewnuss-Experte, wenn es den ergibt, aber eher möglicherweise mit, zum Beispiel Mitgliedsorganisationen von Transfair, wie der Global Nature Fund, der sich vielleicht zu Umweltkriterien in einem Standardentwurf äußern möchte, oder es ist eine Organisation, die spezialisiert ist auf den Kontext Orangensaft in Brasilien. Da würde die christliche Initiative Romero in Frage kommen, die sich dazu bestimmt äußern möchte, wenn so eine Überarbeitung anstünde. Oder es sind andere Organisationen wie Gewerkschaften oder mit Fairtrade kooperierende Organisationen aus dem NGO-Bereich. Das kann also sehr unterschiedlich sein. Die alle haben aber das Recht, in so einem Standardverfahren sich daran zu beteiligen. Ja, insgesamt ist der Prozess der Standardentwicklung siebenstufig. Was hier jetzt dargestellt wird, ist tatsächlich nur eine Zusammenfassung eines eher komplizierteren Ablaufschemas mit vielen Pfeilen, Dreiecken und Kreisen, wo dann drin steht, wer kann wann, wo, was dazu beitragen. Darauf verzichten wir. Wer möchte, der kann diese Informationen von uns zugeschickt bekommen, aber das ist sehr, sehr detailliert und auch nicht unbedingt notwendig, das im Detail zu wissen, wenn man davon da selber nicht von beteiligt oder betroffen ist. Anfang tut dieser Prozess mit einem Antrag auf eine Standard- oder Preisüberarbeitung. Dazu muss man sagen, das Erstere betrifft den gesamten Standard. Wenn der komplett überarbeitet werden muss, wie jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren der Standard für kleinäugige Produzentenorganisationen, der, glaube ich, von 2011 war, dass der einer Rundumüberholung bedurfte. Das ist dann auch ein wesentlich aufwendigerer Prozess, als zum Beispiel nur den Preis neu zu setzen für ein bestimmtes Produkt, wo aber ansonsten der Standard, in dem Fall der Produktstandard oder auch der Standard für kleinräumige Produzentenorganisationen, weiter nicht berührt ist. Sowas führen wir zum Beispiel durch bei Bananen jedes Jahr. Das hat seine speziellen Gründe, weil Bananen besonders preissensitiv sind. Für andere Produkte wie Kaffee oder Kakao, da haben wir als generelle Zielvorgabe Preisüberarbeitung alle 3 Jahre, insoweit als nicht von anderen oder von Beteiligten des Systems verlangt wird, dass das nicht geschieht. Also es gab auch schon routinemäßige Überarbeitungen, die angestanden haben für Kaffee. Und dann haben aber die Produzentenorganisationen gesagt, in der gegenwärtigen Situation möchten wir das nicht, weil das für uns insgesamt mehr Nach- als Vorteile brächte. Und das kann dann zu einer Verschiebung dieser routinemäßigen Überarbeitung führen, in dem Falle nur des Preises.
Ja. Dieser Antrag auf eine solche Bearbeitung, der wird an Fairtrade International gestellt, und zwar dort konkret an die sogenannte Standards and Pricing Unit, also die Standard- und Preisabteilung. Die prüft diesen Standard auf formale Korrektheit. Wer hat ihn gestellt? Ist es einer der Stakeholder, die dazu auch berechtigt sind? Ist der Standard begründet? Das heißt, warum wird das durchgeführt? Findet jemand, das ist eine gute Idee, oder gibt es eine tatsächlich begründete Notwendigkeit? Also das muss auch schon ein Grund dahinter stehen. Der Grund ist, dafür ist wiederum ganz einfach, eine Standardüberarbeitung kostet eine Menge Geld. Da kommen eine Menge Leute in Bewegung, die sich dann damit befassen müssen. Und am Ende eines Prozesses, bis der durchgelaufen ist, können dann locker ein fünf- oder sechsstelliger Betrag in Euro dafür investiert werden müssen. Und das ist natürlich eine Sache, wo man gut überlegen muss, können wir, sollen wir und haben wir die Mittel dazu. Insofern auch jeder Antrag auf eine Begründung. Wenn der Antrag positiv beschieden wird von der Standards and Pricing Unit, in Rücksprache natürlich mit denjenigen, die den Antrag stellen, das können zum Beispiel Fairtrade-Netzwerke sein, Beispiel Kaffee, wo jetzt eine Überarbeitung stattfindet und die von den Produzentenvertretern aus Lateinamerika beantragt wurde, weil der Kaffeepreis derzeit sehr niedrig ist und der Fairtrade-Preis einen sehr hohen Abstand dazu hat. Und die Frage ist, ist das derzeit angemessen? Brauchen wir eine neue Preisfindung? Und wie differenziert muss die sein? Kann die zum Beispiel länderdifferenziert sein oder belassen wir es bei einem Einheitspreis? All diese Fragen sind gut begründet in dem Antrag und demzufolge wurde dem auch stattgegeben und das läuft aktuell. Das läuft aktuell, ist abstrakt. Konkret bedeutet das, es gibt einen Verantwortlichen, der ein sogenanntes Projekt durchplant. Das ist der sogenannte Standards Project Manager, also der Standard Projekt Manager auf Deutsch, der oder die dann die Gesamtplanung koordiniert. Das heißt, von der Datenerhebung, der Einbindung der Stakeholder, des Formulierens von Datenerfassungsprotokollen, von Online-Surveys, also Abfragen oder auch Workshops zur Datenerhebung, Meinungsfindung, Erhebung der Kosten der nachhaltigen Produktion vor Ort, all das muss in dieses Projekt einfließen und da das eine Person in der Regel alleine nicht machen kann, gehört zu jedem Standards Project auch ein Projektteam aus Leuten, die von dem spezifischen Produkt oder den spezifischen Strukturen, in dem Fall Kooperativen oder Plantagen beispielsweise, eine Menge verstehen und dann auch dementsprechend auf deren Know-how zurückgegriffen werden kann. Da können dann auch Interne drin sein. Also in Beispiel zur Illustration. Ich selbst bin Mitglied in dem Project Team für den Standard Review der Pestizidverbotsliste. Warum bin ich das? Weil ich von meinem beruflichen Herkunft her Agraringenieur bin und einiges über Pestizide weiß und insofern da einen Input bringen kann. Da sind aber auch Produzentenvertreter drin und auch noch andere Leute aus dem Fairtrade-System. Also das ist dann jeweils Produkt- oder projektspezifisch. Dieses Team unter Koordination des Managers erhebt dann sozusagen, klärt erstmal, was muss alles erhoben werden an Daten, in einer Phase, die wir Bedarfserfassung nennen, wer muss gefragt werden, was muss gefragt werden, wie muss gefragt werden, reisen wir dazu um die Welt oder genügt zum Beispiel eine Online-Abfrage, brauchen wir dazu Workshops vor Ort oder fassen wir die regional zusammen, all das wird dort entschieden. Die entsprechenden Tools, also Datenerfassungsmethoden und werden über eine Konsultation dann nach außen geschickt. Heute läuft das auch mittlerweile viel online und eine solche Konsultation, also eine Meinungsabfrage, wie seht ihr das? Und zwar differenziert nach Produzentenorganisationen, Händlern, nationalen Fairtrade-Organisationen und externen, die werden alle gefragt und die alle haben natürlich auch verschiedene Blickwinkel und das alles fließt dann zusammen und wird auf Ebene der Standards Unit, also der Abteilung für Standards und Preise, wird ausgewertet, analysiert, die verschiedenen Optionen dargestellt, deren Vor- und Nachteile abgewogen, eine Empfehlung ausgesprochen, also in einer Art Tischvorlage, wie welche Dinge am besten die Meinung aller Beteiligten widerspiegelt und demzufolge auch die Vorlage für die Abstimmung sind. Das bedeutet, wenn 3/4 der Befragten beispielsweise für eine bestimmte Preiserhöhung um so und so viel Cent pro Kilogramm sind,
dann wird die Pricing Unit keine andere Meinung vertreten, es sei denn, sie hätte empirische Daten, die das eindeutig widerlegen und sagen, nee, das ist tatsächlich nicht gerechtfertigt, weil. Aber das kommt selten vor. In der Regel geht das nach einem Mehrheitsprinzip. Man hat dann also als derjenige, der darüber befindet, und das ist in dem Falle, sind das die Mitglieder des Standardskomitees, die dann einen Standard bewilligen, also dem zustimmen und zur Publikation freigeben. Die bekommen in der Regel mehrere Optionen vorgelegt mit einer Priorisierung und sagen Option 1 bei den Preisen bleiben, weil 70% der Beteiligten fanden das angemessen. Option 2, Preis erhöhen, weil 20% fanden das angemessen mit folgender Begründung. Die Nachteile davon sind folgende. Und Option 3 gegebenenfalls Preise senken, weil das ist dann jeweils im Einzelfall immer begründet. Und dem Standardskomitee obliegt es dann, das abzuwägen, nochmal zu debattieren unter seinen Mitgliedern und dann zu einer Abstimmung zu kommen. Wenn das geschieht, in der Regel sind die Unterlagen so gut vorbereitet, dass also selten ein Standard im Standardskomitee scheitert. Kommt auch vor, aber das hat dann bestimmte Gründe, oder jeweils spezifische Gründe, die man nicht verallgemeinern kann. Können auch politische Gründe sein, Gründe die von außen uns zwingen, eine Konsultation anzuhalten. Das mag es auch geben, angenommen, ein bestimmtes Gesetz steht kurz vor der Veröffentlichung, das den Standard berühren würde. Stichwort menschenrechtliche Sorgfaltspflichten. Sowas könnte in nächster Zeit mal anstehen, dass in Deutschland ein solches Gesetz kommt. Und die Frage ist dann, hat das jetzt konkrete Auswirkungen auf die Lieferketten? Müssen wir da irgendwas anhalten? Ist jetzt ein hypothetisches Beispiel, aber Ähnliches ist in der Vergangenheit auch schon passiert. In der Regel wird aber bewilligt. Dann wird der Standard einer Endredaktion unterzogen. Das heißt, er wird in der Form, wie wir sie dann jetzt im Internet finden, dann auch sozusagen redigiert, layoutmäßig, alles einheitlich dargestellt, durchnummeriert, gegengelesen und dann publiziert. Und mit Datum der Publikation, also der Veröffentlichung im Internet in dem Falle, gilt dieser Standard. Was noch nicht gleichbedeutend ist mit gilt mit all seinen Kriterien ab sofort, sondern jeder Standard enthält eine zeitliche Gliederung also der Kriterien von wirksam ab Jahr 0, also ab der Veröffentlichung, einzuhalten ab Jahr 1, einzuhalten ab Jahr 3 und einzuhalten ab Jahr 6. Diese Gliederung ist in allen Fairtrade-Standards enthalten und spiegelt unseren Entwicklungsansatz wider, mit dem wir den Betroffenen, die diese Standards umsetzen müssen, Zeit geben wollen, gemessen oder jeweils bezogen auf die Schwierigkeit der Umsetzung eines bestimmten Kriteriums, genügend Zeit dafür zur Verfügung zu haben. Und dann beginnt auch mit Publikation eine Beratungs- und Trainingsphase, in der die Produzentennetzwerke in den jeweiligen Ländern zu diesem Standard die Produzentenorganisationen berate. Also wie ist dieser Standard konkret umzusetzen? Das passiert regelmäßig und ist auch aufwendig. Am Ende dieses Prozesses können locker 2 Jahre ins Land gegangen sein, und eine Menge Geld investiert worden sein, aber das ist, man könnte es auch so sagen, das ist sicherlich der Preis für die Partizipation und diese Stakeholder-Prozesse, die wir im System haben. Gut. Ja. Dann zur Überprüfung der Standards. Fairtrade International veröffentlicht sie ja, aber zertifiziert sie nicht. Das macht Flo Cert, der Zertifizierer, der einzige, den es gibt, gegen den Fairtrade-Standard, womit wir uns wiederum unterscheiden, beispielsweise vom Bio-Sektor, wo es ganz viele Zertifizierer gibt. Wir im Fairtrade-System wollen aber nur einen, allein schon deswegen, damit es keine verschiedenen Interpretationen gibt, wie der Standard zu überprüfen ist. Das haben wir auf dem Biosektor und das demzufolge dann auch deutlich mehr Skandale auf Ebene von Standardsetzern. Gut, im Moment ist es so, über 4.400 Produzenten und Handelsorganisationen, also Unternehmen, sind Kunde von Flo Cert. Flo Cert ist tätig in 120 Ländern auf 4 Kontinenten. Wer ist der vierte? Mittlerweile hat Flo Cert dort in den jeweiligen Regionen eigene Mitarbeiter. Früher sind die Leute von Bonn aus in die Region geflogen. Das ist lange vorbei. Wir haben zwar natürlich immer noch ein Büro von Flo Cert, das Hauptbüro in Bonn, aber es gibt mittlerweile Niederlassungen in Kapstadt, Bangalore, San Jose, in Costa Rica, in London, in Washington und meistens auch noch in Asien.
an anderer Stelle als Bangalore und das ist auch im Ausbau befindlich. Und das bedeutet heute, dass die Auditoren und Auditorinnen vor Ort sind oder in der Region bereits sind und es nicht mehr der Fall ist, dass jemand sozusagen aus dem globalen Norden eingeflogen kommt, um im globalen Süden einen Standard zu überprüfen. Die Phase ist schon lange vorbei und das hat sich auch bewährt und wird auch in Zukunft weiterhin ausgebaut werden. Insgesamt hatten wir im Jahr 2017 2700 Audits gegen den Fairtrade-Standards. Das ist eine Größenordnung, von der man davon ausgehen kann, dass sie auch in Zukunft weiterhin ansteigen wird. Dabei geht es sowohl um Erstaudits als auch um Folgeaudits. Gut, dann zur Frage, wer wird zertifiziert? Wir hatten das bereits erwähnt, dass die Zertifizierung bei Fairtrade anders als zum Beispiel im Bio-Bereich im Wesentlichen nicht auf die Produzentenebene beschränkt ist, sondern hier sowohl die Produktionsebene als auch die Handelskette zertifiziert wird. Auf der Produktionsebene haben wir den jeweiligen Organisationsstandard, zum Beispiel für kleinbäuerliche Produzentenorganisationen. Wir haben auch den Produktstandard, zum Beispiel für Kakao. Eine Kakao produzierende Kooperative muss gegen beide zertifiziert werden. Und wenn sie tatsächlich auch selbst den Kakao exportiert, dann fällt sie auch noch unter den Händlerstandard. Tut sie das nicht, sondern sie verkauft den Kakao an einen Händler, der dann wiederum den Export übernimmt und der an den Importeur und der an den Verarbeiter und der an den Lizenznehmer, dann müssen all diese Akteure gegen den Fairtrade-Händlerstandard zertifiziert werden. Es gibt auch Fälle, in denen vom Exporteur bis zum Lizenznehmer alles eine und die gleiche Organisation ist. Das sind dann besonders einfache Fälle. In anderen haben wir hier tatsächlich mit vier verschiedenen Akteuren zu tun und müssen die auch alle durchzertifizieren. Das ist für das Fairtrade-System einmalig. Meines Wissens gibt es jetzt keine andere Organisation, die das genauso handhabt, hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich als Fairhandelsorganisation nicht den Handel auf sich beruhen lassen können und uns nur auf den Produzent versteifen. Das würde im Prinzip dem, was wir wollen, überhaupt nicht gerecht und könnte da auch keine Verbesserung bewirken. Wir müssen die Handelskette mit reinnehmen. So. Und wenn man vier oder fünf Akteure entlang einer Lieferkette durchzertifiziert, entstehen dadurch Kosten, die nach oben hin jetzt auch nicht geringer werden. Und sind sicherlich mit der Aufwand, den Unternehmen betreiben müssen, jenseits dessen, was sie zum Beispiel an den Zertifizierer zahlen, denen werden diese natürlich dann auch versuchen, in irgendeiner Form an den Kunden weiterzugeben, was ein Grund dafür ist, warum Fairtrade-Produkte auch teurer sind. Das liegt nicht nur am Mindestpreis, sondern es liegt natürlich auch an dem Aufwand, der entlang der Lieferkette betrieben wird. All diese Dinge kontrolliert Flo Cert und tut dies nach meiner Kenntnis in der Rolle eines der führenden Zertifizierungsorganisationen überhaupt, auch weltweit im Bereich Agrarprodukte und auch mit einem sehr guten Ruf, also die Fairtrade-Zertifizierung, obwohl immer auch Kritik laut wird, ja, von wegen, warum ist das so teuer? Frage, die wir vielleicht auch noch ansprechen können. Dann diese Sachverhalte der Kosten, die entlang einer solchen Zertifizierungskaskade entstehen, einfach außen vor lässt. Gut, kommen wir zu den verschiedenen Formen der Zertifizierung. Wir haben Erstaudits im Jahr 0. Wir haben dann im Folgejahr Audits zielgerichtet auf Kriterien, die nach dem Jahr 1 durchzuführen sind. Dann haben wir ein Erneuerungsaudit komplett wiederum im Jahr 3, das dann natürlich auch die Jahr 3-Kriterien erfüllt. Und dann wieder nach anderthalb Jahren ein Folgeaudit mit spezifischen Maßnahmen, die da organisationsspezifisch sind. Was gilt es hier genau zu überprüfen? Man hat die Daten der Vorzertifizierung, der Vorauditierung und weiß natürlich, wo sind die Schwachstellen. Da gucken wir jetzt besonders hin. Und dann gibt es noch das Instrument der unangekündigten Audits, das auch ausgebaut wird, weil es bestimmte Sachverhalte gibt, die man besser mal, wie zum Beispiel Kinderarbeit, wo eine reine Buchprüfung natürlich nicht genügt und auch ein Einsehen der Örtlichkeiten vor Ort im Prinzip nicht die Informationen bringt, die man dann braucht. Dafür gibt es dann die unangekündigten Audits. Wie lange und wie intensiv das ist, hängt davon ab, welche Art des Audit ist es? Also ist es ein komplettes Audit wie im Jahr 0 oder 3? Ist es ein etwas weniger umfangreiches wie ein Schwerpunktaudit oder ein Folgeaudit? Oder ist die Organisation besonders gut vorbereitet oder schlecht? Sind die Unterlagen vorhanden oder nicht? Muss man die erst zusammensuchen? Das bedeutet dann, wie lange und wie tief muss ich da einsteigen? Und auch da
da entstehen natürlich Kosten, die natürlich auch gekoppelt sind an die Größe der jeweiligen Organisation. Wir haben Kooperativen mit vielleicht 20 Mitgliedern, wir haben aber auch welche mit über 100.000 Mitgliedern. Das sind dann schon ganz andere Größenordnungen. Gut, was bedeutet jetzt die Zertifizierung für Kooperativen? Wir nehmen jetzt mal nur als Beispiel den schon erwähnten Standard für kleinbäuerliche Organisationen. Wurde bereits gesagt, dass er der wichtigste ist. Hier steht übrigens 89%, eben waren 87, ich glaube 83, 87, ich glaube 87 ist korrekt. Der wurde grundlegend überarbeitet in 17, 18 und Anfang 19 veröffentlicht. Im Juli 19 veröffentlicht und gilt derzeit und wird ab 31.12. dann auch verbindlich nach der Übergangsfrist. Dieser Standard ist, auch das wurde bereits gesagt, komplett überarbeitet worden. Also der hat etwa 140 Kriterien und von den 140, die bereits im alten drin waren, sind 99 komplett, sind 99 tatsächlich verblieben, sind aber sehr viele davon ergänzt worden. Über 40 sind komplett neu in diesen Standard reingekommen. Ja, und die Farben, die hier aufgeführt sind, die sollen nur illustrieren, dass es verschiedene Kapitel gibt in dem Standard, in denen Sie bei Kriterien zu diesem Oberkapitel finden, zum Beispiel allgemeine Einforderungen, da gibt es 11 Kriterien, von denen wurden 9 überarbeitet. In dem Kapitel Unternehmen und Entwicklung wurden 18 von 34 überarbeitet, im Kapitel Produktion und Betriebsführung 21 von 86 und im Kapitel Handel nur einer. Warum ist das so? Weil die meisten Dinge zu Handel im Händlerstandard geregelt sind. Aber das illustriert ein bisschen, in welchem Umfang solche Dinge dann geändert werden. Es ist also nicht so, dass man da mehrere Kommas verschiebt und sagt, das ist eine Überarbeitung, sondern das Ding wird eigentlich im Prinzip komplett neu diskutiert und verabschiedet. Und das ist einfach aufwendig. Zur Struktur, auch da sind die Standards mittlerweile alle sehr einheitlich. Grundsätzlich ist immer definiert, was ist von diesem Standard erfasst, welcher Geltungsbereich ist hier, da sind die Länder aufgeführt, in denen der Standard angewählt werden kann. Könnten zum Beispiel Bananen lange nicht alle Länder sein, aber doch eine ganze Reihe von Ländern. Wären es getrocknete Aprikosen, würden da nur wenige stehen. Es gibt mehrere Kapitel, in der Regel 4, die dann wiederum auch eine Struktur haben. Zum einen wird immer am Anfang eines Kapitels definiert, welchen Zweck hat jetzt dieses Kapitel, was wird in der Folge beschrieben. Dann kommen die konkreten Anforderungen oder Kriterien, die dann sozusagen in Worten formulieren, was an Auflagen existiert beziehungsweise was es einzuhalten gibt. Und die sind wiederum unterteilt in Kernkriterien, also Pflichtkriterien, die zu einem bestimmten Zeitpunkt umzusetzen sind, und Entwicklungsanforderungen, die zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Die meisten Kernanforderungen liegen im Jahr 1 und 0 und die meisten Entwicklungsanforderungen werden im Jahr 6, 3 oder 6 umgesetzt, sind dann aber auch abschließend tatsächlich alle umzusetzen. Und dann gibt es unter jedem Kriterium eine sogenannte Guidance, also einen Hinweis. Man sieht das auf der rechten Seite des Slides investiert. Da gibt es ein neues Kriterium aus dem aktuellen Standard. Die Guidance gibt Hinweise, was ist konkret damit gemeint, was bedeutet die Begrifflichkeit und wie wird empfohlen, das umzusetzen, was ist zu bedenken dabei. Das ist besonders dann wichtig, wenn ein Kriterium neu ist oder wenn eine Terminologie verwandt wird, die zum Beispiel international üblich ist, aber nicht jeder versteht, das muss dann erklärt werden. Zum Beispiel der Begriff Ex-Works, Abhoftor, der in allgemeinen Handel, internationalen Handel ganz üblich ist und definiert, wo, an welchem Punkt wird der Preis bezahlt, in dem Falle an die Kooperative, ne, und nicht beispielsweise FOB, Free on Board, an denjenigen, der das Produkt zum Schiff bringt. Das sind dann Spezialbegriffe, die dann auch in einem Glossar am Ende des Standards erläutert sind. Wir kommen jetzt noch kurz zu einigen ausgewählten Veränderungen dieses Standards. Wir haben hier neu in dem Standard drin die Definition einer kleinbäuerlichen Organisation. Das hat es bisher zwar auch schon gegeben, aber neu ist, dass wir jetzt reinschreiben, wer, wie sozusagen ein Quorum aussieht zwischen den Mitgliedern einer
kleinbäuerlichen Kooperative. Zwar sagen wir jetzt 2/3 beziehungsweise 66% der, sowohl der Mitglieder als auch des verkauften Volumens muss von kleinbäuerlichen Mitgliedern der Kooperative erfolgen. Das erscheint erstmal ein bisschen merkwürdig, weil man geht davon aus, das sind alles Kleinbauern. Tatsächlich ist es oft so, auch kleinbäuerliche Kooperativen enthalten oft mehrere große Mitglieder, auch gezielt und mit Absicht, weil die oft über die entweder die großen Volumen und die Produktionssicherheit verfügen, um eine regelmäßige Nachfrage garantieren zu können oder eine regelmäßige Lieferkapazität haben, oder sie haben eine Transportkapazität in Form von Trucks oder Seilzügen für die Bananenernte oder was auch immer, die für die Gesamtkooperative dann zur Verfügung stehen. Aber man hat jetzt in diesem Standard zum ersten Mal die Anzahl derer begrenzt, die größer sind als eine spezifische Landgröße. Und auch die ist neu definiert worden, und zwar hier mit maximal 30 Hektar. Ansonsten gilt man nicht mehr als Kleinbauer. Dazu kommen noch andere Kriterien hinsichtlich der Arbeitskapazität. Das ist aber ein ganz wichtiges neues Kriterium, weil es zum ersten Mal anhand der Flächengröße definiert, wer kann unter den Fairtrade-Standard für Kleinbau zertifiziert werden und wer nicht. Bisher war das ausschließlich die Arbeitskapazität. Jetzt ist es auch die Flächengröße. Das ist ein Schritt, der zu Veränderungen, Verschiebungen im System führt, besonders bei Bananen, wo einige nicht mehr unter den Standard fallen können und die sich dann als Plantage zertifizieren lassen müssen. Konkrete Wirkung auf Mitglieder einer Produzentenorganisation. Eine andere wesentliche Änderung neu ist die Aufnahme eines Entwaldungskriteriums unter die Umweltkriterien in den kleinbäuerlichen Produzentenstandard. Das hat es bisher nur indirekt gegeben. Wir haben in verschiedenen Kriterien zur Biodiversität aufgeführt, dass Gebiete mit hohem Biodiversitätswert oder mit einem hohen Kohlenstoffspeicherungspotenzial, Carbon Stock auf Englisch, dass die, also eigentlich handelt es sich dabei um Wälder, ne? Man hat sich da einer internationalen Terminologie bedient, die aber schwer verständlich war. Jetzt heißt es ganz klar, Entwaldung ist grundlegend verboten und muss verhindert werden. Da gibt es also jetzt zwei neue Kriterien zu, besonders wichtig im Kakaobereich. Weitere wichtige Änderungen, es gab keine klaren Kriterien in Bezug auf Berichtspflicht zur Prämienverwendung, und auch Korruption wurde nicht mit dem Kriterium angegangen. Das ist jetzt anders. Das heißt, es wird jetzt überprüfbar anhand von Kriterien, wie man garantieren kann, dass die Fairtrade-Prämie auch so verwandt wird, wie die Produzentenorganisationen das ja selbst für sich entschieden haben. Und auch Buchprüfung, das heißt zwischen externen Finanzauditor, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist, auch das wird jetzt mittlerweile überprüft werden. Weiteres Beispiel, Genderstrategie. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon Maßnahmen drin, die für also Gender Parity, also Geschlechtergleichbehandlung, dass die auch in den Kooperativen wichtig ist. Das ist auch oft passiert. Was es bisher nicht gab, für die Umsetzung, die Pflicht zur Umsetzung einer Gender-Strategie. Also nicht nur, dass man Maßnahmen geplant und verkündet hat, jetzt wird auch überprüft, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Grund ist, dass die Umsetzung der Geschlechtergerechtigkeit auf Ebene der Produzentenorganisation zu wünschen übrig lässt und dass man das vorantreiben will. Was nicht ganz einfach ist, einfach schon deswegen, weil nur etwa ein Viertel der Mitglieder von Fairtrade-Kooperativen Frauen sind. Ja. Gut, kommen wir zum letzten Slide. Wir haben jetzt eine Menge über den Standard gesprochen und was sich konkret ändern kann und was das dann an Beispielen bedeuten kann für Kooperativen. Ein Standard kann aber nicht alles lösen. Das sei dann auch noch als Hinweis gegeben. Hier sind einige Beispiele, die mit dem Standard nicht zu ändern sind und wo wir auf andere Methoden zurückgreifen müssen, zum Beispiel konkrete Projekte oder Programme vor Ort. Nur ein paar Beispiele, Zolltarife und Steuern, da kann ein Standard gar nichts dran machen. Sowas geht nur durch Lobby- und Advocacy-Arbeit in Europa. Wie ihr wisst, wahrscheinlich arbeiten wir an einer Kampagne zur Kaffeesteuerbefreiung. Das ist dann ganz klar Bereich Lobby- und Advocacy-Arbeit und hat nichts mit dem Standard zu tun. Klar, das Beispiel Gender wurde bereits genannt. Man kann viel in Fairtrade-Kooperativen da zum Besseren wenden. Was man aber nicht kann mit dem Standard, ist über die Organisation hinaus die Gesellschaft verändern, auch ihre Wahrnehmung der Genderrollen, also der, ja,
wie Frauen und Männer, welche sozialen Erwartungen an sie herangetragen werden, das kann der Standard jenseits der Grenzen der Kooperative nicht beeinflussen. Ja, also da muss man auch was anders greifen und in dem Falle programmatische Arbeit. Da sind jetzt noch einige andere Beispiele aufgeführt, die will ich jetzt nicht weiter besprechen, angesichts der weit fortgeschrittenen Zeit und an der Stelle die sozusagen Erläuterung der Präsentation beenden und weitergeben an euch, falls ihr Fragen habt. Ja. Danke. Okay, hier ist eine Frage, die bezieht sich auf den Unterschied zwischen Fairtrade Kakao und Fairtrade Kakao Siegel. Das ist eine Frage, die ist nicht in diesem Standard geregelt. Der grundlegende Unterschied ist Fairtrade Kakao, also welcher, der mit dem, der endet unter dem Siegel. Ich nehme an, dass das gemeint ist, oder dem All That Can Be, also alles, was Fairtrade ist, muss Fairtrade sein, dem schwarz-grün-blauen Siegel. Das endet in solchen Produkten, die mit dem Siegel ausgestattet sind. Und da gilt, alles, was Fairtrade ist, muss Fairtrade sein, also in dem Fall auch der Zucker und andere Zutaten, soweit sie als Fairtrade erhältlich sind. Und mit dem Kakaoprogramm gilt das nicht. Dieses Siegel sagt nur aus, das jeweilige Produkt, auf dem das Siegel zu finden ist, ist hergestellt worden unter Einsatz von Fairtrade Kakao. Gegebenenfalls aber auch mit Mengenausgleich. Das sagt, macht keine Aussage über die anderen Zutaten. Hintergrund ist, dass vor allem die Süßwarenindustrie bei Kakao nicht bereit war und ist, Fairtrade-Zucker zu verwenden, mit dem Argument, wir beziehen den Zucker lieber regional von europäischen Rüben, Zuckerrübenbauern, was man auch nicht einfach von der Hand weisen kann. Tatsache ist, seit wir das gemacht haben und das Fairtrade-Kakao-Siegel eingeführt haben oder Programmsiegel für Kakao, dass der Kakaoabsatz in Deutschland von ungefähr 1.000 Tonnen pro Jahr auf circa, auf deutlich mehr als 50.000 Tonnen pro Jahr gestiegen ist in etwa 5 Jahren. Nächste Frage bitte. Der. So. Ich fange jetzt mal oben an. Moment, das sind eine Menge Fragen. Ich versuche es jetzt mal chronologisch durchzuarbeiten. Was ist der Unterschied zwischen dem Fairtrade Kakao? Das hat man schon gesagt. Das sind die spezifischen Produktstandards für Preise und Prämien in allen Ländern gleich? Die Antwort ist in der Regel ja. Es gibt aber einige Produkte, insbesondere Bananen, wo das nicht der Fall ist. Bananen haben tatsächlich, werden länderspezifisch bepreist, wobei die Unterschiede zwischen den Preisen oft gering sind. Also nehmen wir mal an, Bananen von Peru und Ecuador, da beträgt der Preisunterschied vielleicht 5 Cent pro Kiste Bananen, ist also nicht wesentlich, aus unserer Sicht. Für die Produzenten ist es oft wesentlich. Zu tun hat das oft, mit unterschiedlichen Wechselkursen. Ja, es gibt aber auch Bananen, die kommen von einer ganz anderen Ecke, von den Windward Islands in der Karibik. Die haben grundsätzlich höhere Preise, weil die auch einen höheren Aufwand haben, ihre Bananen überhaupt erstmal in die Häfen in der Karibik zu bringen, von denen dann aus ein Bananenfrachter nach Europa fährt. Also das wird dann widergespiegelt. In den übrigen großen Produkten wie Kaffee und Kakao ist das nicht der Fall. Man kann aber bei vielen kleineren Produkten, da gibt es dann auch differenzierte Preise, je nachdem, ob die überhaupt einen Mindestpreis haben, der über eine empirische Datenerhebung zustande kommt, oder ob, was bei kleinen, sehr kleinen Produkten, nehmen wir mal Safranfäden, da gibt es die sogenannte Quick Entrance Procedure. Also da wird in den Anfangsjahren wird der Marktpreis genommen, der vor Ort entsteht durch Angebot und Nachfrage, und dann pauschal mit einer 15% Prämie versehen. Die ist etwas höher als in den Produkten auf Basis von Kosten der nachhaltigen Produktion, also auf Basis von empirischen Daten, weil sich diese aufwendige Methode für ein Produkt, das zum ersten Mal reinkommt und wo es vielleicht nur eine Produzentenorganisation gibt, einfach nicht rechnet. Sollten dann Safranfäden mal eine größere Bedeutung haben, dann wird dann auch umgestellt in der Art und Weise der Preiserhebung. Und dann kann es sein, in dieser Anfangsphase, dass derselbe Produkt in Afghanistan und in Pakistan unterschiedliche Preise hat, weil die lokalen Märkte anders sind. Danke. Die nächste Frage.
Gibt es Beispiele für die Entwicklung des Mindestpreises, zum Beispiel Kakao oder Kaffee, im Verlauf der Überarbeitungsschritte für den jeweiligen Produktstandard? Ja, die gibt es. Die sind in den Unterlagen dokumentiert. Das kann sich über die Zeit ändern, in der Regel aber nicht auf Basis der erhobenen Daten, sondern in der Regel auf Basis von Verschiebungen an den Märkten. Also angenommen, der Kaffee-Mindestpreis würde erhöht werden und kommt sehr, sehr weit über den Weltmarktpreis. Dann mag es sein, dass manche Länder sagen, das ist so viel darüber, dass uns das niemand mehr abkaufen kann. Wir sind der Meinung, jetzt ein halbes Jahr später, das sollte um 5 Cent pro Kilo gesenkt werden, der Mindestpreis. Sowas kommt vor, ist aber schwer vorherzusagen und ist in jedem Fall auch immer dokumentiert. Wer will, kann diese Dokumentation teilweise einsehen in den veröffentlichten Protokollen des Standardskomitees. Das findet man auf der Seite von Fair International. Aber die detaillierten Erhebungsdaten von Kostenstrukturen, vor allen Dingen, wenn sie denn auf einzelne Kooperativen runterdekliniert sind, die sind nicht veröffentlicht. Grund dafür ist der Datenschutz. Und sie dürfen nur veröffentlicht werden, wenn diese Kooperativen dem zustimmen würden. Und das dürfte nicht der Fall sein, denn damit gibt man Betriebsgeheimnis der eigenen Kostenstruktur preis. Und insofern ist nicht davon auszugehen, dass diese Daten öffentlich zugänglich sind. Nächste Frage. Welche Bedeutung hat das UTZ-Siegel? Da stellt sich mir die Frage, für wen? Auf dem Kaffeemarkt hat es eine ganz erhebliche Bedeutung. Das UTZ-Siegel ist kein Fairhandelssiegel, sondern ein sogenannter nur Nachhaltigkeitsstandard. Das heißt, es hat keine Preiskomponente. Es gibt weder einen Mindestpreis noch gibt es Prämien in der Art und Weise, wie sie Fairtrade vorsieht, nämlich allein unter der Selbstbestimmung der Produzentenorganisation und zu einem garantierten Preis und ohne Verwendungsbindung. Wenn UTZ etwas zahlt, was dort auch Prämie genannt wird, dann entscheidet UTZ, was damit zu passieren ist, und es wird verrechnet mit Leistungen, die dann UTZ erbringt. Also die machen dann beispielsweise Training und sagen dann so, und das ziehen wir jetzt von der Prämie ab, denn damit sind die Kosten gedeckt. Also das ist nicht vergleichbar. UTZ ist wesentlich. Der wesentliche Unterschied ist die Preiskomponente. Man kann nicht sagen, UTZ ist ein schlechter Standard. Der wird ja jetzt auch mit Rainforest fusionieren und dann vor allen Dingen im Umweltbereich sicherlich ein anspruchsvoller Standard sein. Aber fairer Handel ist es nicht. Wie kann man garantieren, dass alle relevanten Stakeholder erreicht werden? Gibt es manchmal Kritik, dass manche Stakeholder zu wenig oder zu spät in die Entwicklung eines Standards einbezogen? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, alle Stakeholder, die von einem bestimmten Produkt betroffen sind, sind in der Datenbank erfasst, die auch immer aktualisiert wird. Und die werden auch alle informiert über eine stattfindende Konsultation zu einer Standardüberarbeitung und auch alle aufgefordert, daran teilzunehmen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Rückläufe dieser Aufforderung zur Konsultation bei weitem nicht von allen wahrgenommen werden. Also wenn man prozentuale Beteiligung aller Stakeholder oberhalb von 50% bekommt, dann ist es gut. Manchmal sind es tatsächlich nur sehr wenige, die teilnehmen, aber bei manchen Produkten und auch abhängig davon, ob zum Beispiel gerade ein Markt in der Krise ist und dringend eine Überarbeitung des Standards notwendig ist, dann kann das auch schon mal bei 90% liegen. Also es liegt immer auch daran, wie dringend, wie wichtig ist den Stakeholdern die Überarbeitung. Es gibt auch sicherlich Stakeholder, die sagen, ich will gar keine Preisüberarbeitung, ich habe kein Interesse daran, mehr zu bezahlen. Also in dem Falle Trader beispielsweise. Also die werden dann eher sagen, entweder ich beteilige mich gar nicht oder ich äußere mich dementsprechend, dass ich keine Preiserhöhung möchte. Also man kann nicht sagen, dass von Seiten Fairtrades die nicht eingebunden würden. Es ist aber nicht vorherzusagen, ob sie auch teilnehmen werden. Nächste Frage. Es heißt keine ausbeuterische Kinderarbeit. Das heißt, Kinder eines Bauern können in Maßen mitarbeiten. Ja, richtig. Man muss unterscheiden zwischen Kinderarbeit und ausbeuterischer Kinderarbeit. Das Ganze ist definiert auf Basis einer ILO-Konvention und das sagt im Wesentlichen Kinderarbeit, die dazu führt, dass Kinder in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung beeinträchtigt werden und kein Schulbesuch mehr möglich ist, ist ausbeuterische Kinderarbeit und verboten. Es bedeutet nicht, dass Kinder nicht auch auf dem elterlichen Betrieb mitarbeiten dürfen. Allerdings darf das ihrer Entwicklung nicht schaden, beziehungsweise den Schulbesuch nicht gefährden. Also es gibt dann auch weitere
genauere Details dieser Deklaration oder dieser Konvention der ILO und darin ist das definiert und Fairtrade hat die eingebaut in den Standard. Ja. Nächste Frage. In welcher Währung wird der Mindestpreis festgelegt? Gute Frage. Oft in Dollar, manchmal in Euro. Das bedeutet, je nach Region. Beispielsweise in Lateinamerika ist überall der Dollar angesagt, während in Westafrika lieber der Euro genommen wird. Das kommt aber auch auf das Produkt an. Ist ein Produkt am Weltmarkt börsengehandelt und da gibt es dann einen Hauptbörsenhandelsplatz, wie zum Beispiel New York, dann wäre die Währung, in der der Mindestpreis ausgedrückt wird, US-Dollar. Wäre der Haupthandelsplatz London, dann wäre der Mindestpreis ausgedrückt im britischen Pfund und so weiter. Und es gibt auch einige wenige Produkte, die nur eine ganz lokale Bedeutung haben, Stichwort Safranfäden. Da wird dann auch mal der Mindestpreis in der Lokalwährung dargestellt. Umgerechnet vor Ort wird der sowieso jedes Mal und das machen dann auch also einheitlich die Produzentennetzwerke. Nächste Frage. Im 2019 war der Kaffeepreis von konventionellem Anbau am Boden. Warum ist der Preis vom Endprodukt bei den Konsumenten trotzdem nicht niedriger geworden? Ja, gute Frage. Weil, das ist jetzt eine Vermutung, das kann ich natürlich nicht belegen, weil natürlich Unternehmen, die Kaffee verkaufen, kein Interesse daran haben können, ihre Gewinnmarge zu mindern. Und ich weise an der Stelle darauf hin, dass Fairtrade keine Möglichkeit hat, darauf Einfluss zu nehmen. Das wäre eine Einmischung in Preiskalkulation, ist am Wettbewerbsrecht verboten. Also Fairtrade kann nicht Einfluss nehmen auf den Endpreis eines Fairtrade-Produktes, der an den Endkunden verkauft wird. Fairtrade kann nur auf Ebene der Produzentenorganisation dafür garantieren, dass mindestens der Mindestpreis gezahlt wird, plus die Prämie, plus gegebenenfalls ein Biozuschlag. Aber wir können das nicht entlang der weiteren Handelskette und würden uns auch sofort strafbar machen hinsichtlich Wettbewerbs- und Kartellrecht, wenn wir das täten. Insofern, wie dann Unternehmen sich verhalten, das hat man gesehen. Und ist auch keine Neuigkeit, wenn Preise im Ursprung sinken, dann wird noch lange nicht jedes Unternehmen das zum Anlass nehmen, die Preise im Endprodukt zu senken. Nächste Frage. Wenn der Preis gesenkt wird, ist dies kontraproduktiv, da die Anbaukosten nicht sinken? Generell würde ich sagen, ja, das ist so. Es kann aber auch mal anders sein. Stichwort außergewöhnlich hohe Ernte. Bei Mangos kommt sowas vor, dass wir eine Bombenernte haben und dann weiß man nicht, wohin mit dem Produkt, weil es so viel am Markt gibt und der Fairtrade-Mindestpreis dann plötzlich so weit oben drüber liegt, dass es unverkäuflich wäre. In dem Fall gibt es dann auch die zugegebenermaßen kuriose Situation, dass Produzentenorganisationen den Antrag stellen, den Fairtrade-Mindestpreis zu senken. Sowas kommt vor. Ist aber eine Ausnahmesituation. Wie finanziert sich die Organisation Fairtrade? Über die Lizenzgebühren. Und zwar sowohl über das Fairtrade-Siegel, All That Can Be, als auch die Programmsiegel für Kakao und Zucker beispielsweise. Darüber gibt es die sind definiert, die Lizenzgebühren als Preis pro Kilogramm der Fairtrade-zertifizierten Ware. Die Höhe der Gebühren findet sich auf unserer Website, ist öffentlich zugänglich. Ich glaube, für Kaffee ist es 11 Cent pro Pfund Kaffee oder pro Kilogramm. Ich bin jetzt überfragt, aber kann man alles öffentlich einsehen. Und diese Lizenzgebühren machen sicherlich 95% der Einnahmen von Fairtrade aus. Das ist in jedem Land so, wo es eine Fairtrade-Marktorganisation gibt, die dafür sorgt, dass die Dinge in den Markt kommen, ob das jetzt Indien ist oder Deutschland. Dann gibt es noch einen kleinen Bereich, wo wir Drittmittel einwerben für Projekte, die wir zum Beispiel zusammen mit der GIZ durchführen oder mit kommerziellen Partnern, wo von deren Seiten dann Summen investiert werden in zum Beispiel Projekte zur Anpassung an den Klimawandel. Aber das ist die Ausnahme. Fairtrade ist bewusst und gezielt nicht in der Position, sich abhängig zu machen von Drittmittelgebern. Wir können uns zu 95% alleine finanzieren und notfalls auch zu 100. Also wir wollen gar nicht abhängig werden von einem Drittmittelgeber, wie zum Beispiel irgendeine Charity oder eine Spendenorganisation. So, jetzt kommt aus Zeitgründen, muss ich jetzt die letzte Frage einläuten.
passiert es oft, dass bei Überprüfungen des Standards Verstöße festgestellt werden? Mit welchen Konsequenzen wird dies geahndet? Gute Frage. Es passiert. Darüber wird auch eine Statistik geführt. Flowcert tut das. Die können genau sagen, wie oft gegen welchen Standard, gegen welches Kriterium im Standard verstoßen wird. Und dabei muss man unterscheiden zwischen das, was sie eine minor non-compliance, also ein gering schwerer Verstoß und ein wirklich schwerer Verstoß. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Ist es zum Beispiel der Fall, dass man vergessen hat, ein Schloss anzubringen am Pestizidlager, dann ist das ein geringfügiger Verstoß. Und das wird insofern geahndet, dass man sagt, okay, wir geben dir 3 Monate Zeit, dann wird das überprüft und bis dahin ist das Schloss drauf. Das heißt, die Kooperative oder die Organisation hat in dem Fall keine konkreten Sanktionen zu fürchten, wird aber in dem Betrieb systematisch festgestellt, dass Arbeiterrechte verletzt werden, dann ist das ein schwerwiegender Verstoß und die Organisation wird entweder suspendiert, das heißt, sie darf keine Waren mehr unter Fairtrade verkaufen, bis dieser Missstand behoben ist, oder sie wird dezertifiziert. Das heißt, sie verliert ihren Zertifizierungsstatus und muss, wenn sie den wieder haben will, eine komplett neue Audits komplett über sich ergehen lassen und natürlich die Missstände behoben haben. Es gibt also eine Skalierung zwischen geringfügiger Verstoß mit Behebungsfrist und schwerwiegender Verstoß mit den Konsequenzen Suspendierung und letztendlich Dezertifizierung. So, ich denke, das war's. Soweit ich das sehe, sind da auch keine inhaltlichen Fragen mehr. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und für die Geduld. Wir haben jetzt 12 Minuten überzogen und trotzdem noch 27 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich bedanke mich fürs Interesse. Ich hoffe, es war zufriedenstellend und hat euch neue Erkenntnisse gebracht. Wenn Fragen dazu sind, könnt ihr die an uns schicken, sowohl an Angelika wie auch an mich. Und Angelika stellt die Dokumente dann sowieso online bzw. schickt sie euch zu. Mit den Worten möchte ich mich verabschieden und bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.